Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück in Warsaw, spielen auf der Karte Polen. Es gibt 3 Eroberungspunkte, A, B und C. Und ja, wir spielen unseren schönen Panther D hier, der schwer abgeht. Wie immer, natürlich. Und Panther D, ne? Mist, jetzt wollte ich eigentlich hier rüber. Der Tiger, ich wollte dich jetzt nicht schnibbeln, sorry, Kollege, aber ich wollte eigentlich woanders hin. Nämlich wollte ich mal Richtung B gucken. Verdammte Scheiße. Ja, ABS, ne? ne, ABG, Anti-Blockierketten, oder wie sagt man dann? Egal. K. K, hab ich G gesagt? Oh Gott, ist das mein. Egal, ja, also ihr wisst, was ich meine. Getten, ne? Ja, streichen wir das und fahren einfach mal hier weiter. Ja, eben glaub noch auf Polen gespielt. Sehr schöne Runde gehabt, muss ich sagen. War leider nicht aufgenommen. Ich kann ja auch nicht jede Runde aufnehmen, sonst wird man ja auch irgendwann bescheuert bei, ne? Und ihr denkt euch, mein Gott, das Spiel hat mal das gleiche. Das ist ja schrecklich, was der da. Okay, jetzt mal gucken, ob da irgendwas rauskommt. Das Datum noch nicht. Okay. Ihr zwei, wir unterstützen dich. Wir sind bei dir. So. Ist schon mal gut, dass diese Gasse hier. Bei manchen Spielen gibt es ja eine Schlachtergasse. Und wenn mich jemand fragt, gibt es hier eine, dann würde ich sagen, das ist die Karte. Polen. Mist, jetzt ist die IS-1 natürlich weg. Das ist nicht so schön. Ah, aber da links sind die Kollegen. Die bohren hier auf den Keks vor. Bisschen noch aufpassen, was wir hier machen. Oh, das ist gefährlich, was ich mache. Aber ich mach's einfach. Ohne halt zerstört. Ein schöner Snapshot. Eieiei, da ist ein Panther noch durchgerutscht. Habt ihr gesehen? Ah, den Panther, den holen wir uns mal. Ja, doch. Oder? Alter. Sherman, was machst du denn hier? Kritischer Treffer, das kann ich auch, Kollege. Das kann ich auch. So. Weil ich dich so lieb hab, kriegst du auch immer Artillerie auf den Sack. Ich stehe hier sehr auf dem Präsentiertäler und einen Rückwärtsgang beim Sherman. Wir wissen es, das ist nicht schön. Nicht beim Sherman, beim Panther. So. Immer flankieren, schaffe ich das? Stimmt nicht. Nein. Treffer beim Tiger, aber jetzt kriege ich auf den Sack. Ist Ladeschütze ausgeschaltet. Wir müssen reparieren. Wir stehen echt Käse, muss ich euch sagen. Aber trinken. Ring kaputt gemacht? Ne. 15 Sekunden. Okay, das könnte man doch aushalten. Da ist der Sherman. Hat die Kette gezogen? Nein, aber nicht. Schade. Nur ein kleiner Treffer. Wir stehen echt sehr gefährlich. Wenn was von rechts kommt, sind wir sofort dran. Okay, da ging gerade der Tiger ging drauf. Unser Sherman ist nur noch da, der Freund. Was machen wir mit denen denn mal? Oh, nein, hat zerstört. So, da haben wir mal einfach das Duell gegen den Sherman gewonnen. Da kommt schon der nächste Freund. Ein T-34. Mal drauf gehen oder nicht? Der Panther ist eh ganz schön ramponiert, oder? Manchmal macht man ihm da die Blende mit kaputt. Ja, manchmal auch nicht. Also, wenn ihr das habt, mit MG immer drauf. Hab ich schon oft gehabt, dass mit MG gerade die. Ach, schöner Treffer, ein Turm rein. Dass gerade mit MGs die, man die Geschütze sehr gut aus dem Gefecht setzen kann. Aber bis dahin eine recht solide Runde mit dem Panther, muss ich sagen. So, wo gehen wir denn mal hin? Ah, wir bleiben mal hier, glaube ich, in dieser Gasse da. C, ja, C ist recht umkämpft. Da sind aber recht viele da so auf E4. E3, E4 da sind genug. Solange die das da halten und wir einen Punkt behalten, ist das ja alles gut. Jetzt. Kriegen wir A wieder zurück. Gut, ja, Panther, der. Oh. Ja, fliegen ein bisschen, fliegen. Warte mal, schön, Bars, ne? Kriegen wir C. Oh, wer holt denn C? Einer von uns. Nicht schlecht. So, mal gucken. Ist es bis jetzt kein gegnerischer Jäger oben? Das seht ihr unten dann über den R1-Tasten bei mir. Das ist gut. Und ausgesehen haben wir genug Zeit, hier unsere Raketen etc. mal ein bisschen in Gang zu bringen. Okay. Nehmen wir mal den da. Der geht mir doch schwer auf den Keks da. Ein Jagdpanzer. Was getroffen? Natürlich nicht. Sehr schön. Bomben aufgebraucht. Alles daneben. Wir werden gut angeschossen hier. Geht die Raketen noch runter. Da ist ein M24. Willst du das echt mit mir machen? Ja. So, wenigstens einen mitgenommen, das ist auch schon mal gut. Er hat auch seinen Kill bekommen für den Flugzeugabschuss. Soll er.
Okay, wir haben B verloren. C geht jetzt auch in die Hand des Bösen über. B wird gleich, nee, A wird gleich auch fallen, denke ich mal. Da war sehr viel Präsenz. Aber wir haben jetzt hier unseren kleinen Tigerpanzer, der vielleicht mal was bringen kann. Der Panther, der hat gerade echt gut gerockt, fand ich. Mist, da hinten war eine M18, aber die kriegen wir nicht mehr rein, oder? Ah, wir halten uns mal nach A. Ich glaube, sonst verlieren wir A echt und das wäre Schitte. Dann sind wir nämlich am Arsch, genau. Ah, aufpassen hier. Querfahrt. Ah. Hätten wir eh nichts machen können bei der Geschwindigkeit. Boah, ist da eine Präsenz in A. Scheiße, dass wir jetzt keine Artillerie haben. Das wäre natürlich sehr schön, aber egal. Haben wir nicht. Aber ein Bomber, das wäre nicht schlecht. Haben wir einen schon weggenommen. Nur nicht überhastet reingehen. Wenn wir hier ein bisschen aufräumen könnten, wäre das gut. Und wenn nicht, dann... Oh, die 34. Aber das ist nicht der ganz hohe, das ist schon mal ganz cool. Verdammte Kacke, was geht denn hier gerade ab? Ja, das war natürlich sehr intelligent, Kollege. Wie kann man denn da querfahren? Artilleriefeuer auf und. Schnell weg, schnell weg. Ist Kette gezogen, okay, kann er gerne. Mist, ah, Mist, 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 Mist. Der Treffer, sehr schön. Vielleicht brennt er ja aus. Müssen wir rechts noch den Tiger noch überhalten. Na, der bleibt. Kriegen wir hier wieder offen. Weg hier, ich will wegfahren. Los. Oh, 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 oh. Mist, die haben alle Punkte schon mal erobert. Verdammte Axt im Walde. Achso. Schade, dass du jetzt nicht mehr rauskommst, Kollege. Du wärst nämlich schnell weg gewesen. Was bist du mit der Tiger wieder hier, ne? Er steht gut angewinkelt, genauso wie ich. Aber jetzt versuchen wir uns alle locken. Und so, wenn wir jetzt mal hier lang fahren, vielleicht haben wir da etwas mehr Glück, aber jetzt. Oder zerstört. Schön rausgenommen. Aber ich glaube, das Spiel ist verloren, oder? So, was machen wir? Sind wir ein Tiger da? Ey, das gibt's nicht. Ah, ich hab den. Na, schade. War letzter Panzer, ne? Macht einen One-Shot mit einem T-34, 85. Das gibt es nicht. Diese. Ah, Bombentreffer, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber diese. Dieses Geschütz von denen, das ist irgendwie so eine geile Sprengung. Wir haben ja noch einen. Einen haben wir noch. Aber ich muss noch mal einen Tiger nehmen, ey. Das, da könnten wir vielleicht was mit reißen noch. Ein Panther, na, der hatte keinen mehr. Ah, da müsste der Tiger nochmal raus. Scheiße, dass ich den gerade nicht erwischt habe, ey. Was eine heftige, geile Runde gerade. Ah, wir schmeißen alles nach vorne. Stehen wir denn zur Zeit? Oh, Dritter, ist auch ganz gut. Ist nicht auf die Punkte geachtet, einfach nur gerade. Stehen wir, fertig. Sherman, jetzt geht's ab hier. Mein Onkel Freund ist hier. Wurde zerstört. So, das war der, der uns ja, eben so ein bisschen ärgern wollte. Unsere Streitkräfte sind fast komplett weg, glaube ich. Also wird nicht mehr ganz so viel laufen. Drückst das Neueste nochmal die falschen Tasten auf dem Gamepad. Also das ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Wow, das ist ganz schön hart umkämpft. Ja, wir verlieren jetzt C wieder, aber ja, hart gekämpft, Freunde, hart gekämpft. Also auch wenn man nachher hat auch so eine in Anführungsstrichen relativ deutliche Niederlage bekommt, aber das war schon nicht schlecht. Aber wir haben ja noch nicht verloren. Damit, weg damit. Tiger hat auf jeden Fall gut Punkte gemacht gerade. Panther war auch nicht schlecht. Hätte eigentlich vielleicht, ja, Jagdpanzer, weiß ich jetzt nicht.
War hier jetzt noch der blöde Tiger oder nicht? Nein. Gut. Oh, da ist er. Dreh dich. So. Hätte ich jetzt in A schießen können, habe ich aber nicht. Aus folgendem Grund, weil dann hätte ich nur den Motor erwischt. Vielleicht hätte es einen kleinen Brand gegeben oder sowas. Also ja, hätte man vielleicht auch machen können. Aber das war auf jeden Fall gerade im Turm die Nummer sicher. Ich stehe voll auf dem Präsentierteller und alle wissen, wo ich bin. Sehr gefährlich hier. Eh vorbei jetzt das Spiel. Ah, egal. Wir haben es auf jeden Fall gut gemeint hier. Warum ich hier so blöd rumzappelt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Würde sogar ein Bomber noch gehen, aber das lassen wir mal. Hey, hier ist ein Freund. Sehr gut. Jetzt erobern wir das Ding halt doch nochmal schneller. Wir haben eine Niederlage erlitten. Jetzt Mist, haben wir nie mehr bekommen, den Punkt. Ah, das ist ärgerlich. Aber zweiter im eigenen Team, ich denke, 8 Bohnen zerstört, also 2 Abschlusshilfen, aber die genaue Auswertung, wie immer, am Ende des Videos. Ich glaube, ich habe sogar so einen 500% Boost gehabt. 2559 Punkte, das ist natürlich klasse und wir sehen hier die fetten Punkte, Modifikationsforschung. Richtig geil. Boah, hat das gerade Punkte gegeben. Sehr, sehr cool. Okay, also gehen wir kurz durch. Zerstörte Flugzeuge, 0 zerstörte Bodeneinheiten, 8, Wahnsinn, echt heftig, also... Da hat der Panther und der Tiger richtig aufgeräumt. Abschlusshilfen 12. Kritische Treffer 8. Wahnsinn, ey. Treffer insgesamt 28. Gut, ein bisschen MG vorher war dabei. Gegen den T-34, der mich da mit dem Panther rausgenommen hat. Aber Geist drum. Schlachtdauer 5 Minuten 40. Ja, recht lang, ne? Das sieht man ja auch an der Dauer jetzt gerade. Also wenn ich hier auf meine Uhr gucke, wenn ich mal aufnehme. Aktivität 99%. Ja, da haben wir uns nicht versteckt. Es gab richtig viele Punkte. Und Modifikationsforschung 8485 Punkte. Heftig. Hier gehen wir nochmal kurz durch. Wahnsinn. Eine richtig gute Runde. Guck mal. Bei uns die ersten 3 waren alle besser als die ersten. Nur der erste am Gegnerteam. Metzte 1989. Ein junger Bub noch. Der hat natürlich ein bisschen besser gespielt. Weil er gesagt hat, vielleicht mehr Glück, wie auch immer. Okay, gehen wir kurz durch. Wir haben ja den neuen Motor im Panther. Da freue ich mich persönlich sehr drauf, weil. Ach, okay, ja. Da fällt einem echt ein Stein von Herzen. So, Getriebe wird auch noch erforscht. Sehr schön. Dann muss ich gerade mal gucken, weil ich hatte eben noch eine Runde mit dem Panther, mit dem Jagdpanzer 470, genau. Ah, der Richtantrieb ist auch schon fast fertig. Ich habe hier so ein bisschen was gemacht, wie ihr seht. Wie gesagt, jede Runde aufnehmen, das geht leider nicht. Ich will ja auch mal zum nächsten Punkt kommen, nämlich dem Tiger E. Oh, das sind, ja, das ist ja nix. Das ist ja gar nichts. Und ich habe noch viele Booster. Ah, da weiß ich nicht, was ich danach nehme. Ich glaube, danach kommt der Panther A, glaube ich. Ich glaube, das ist am besten. Jo, das wird wohl so werden, ne? Ja, nicht schlecht. Was hat die Punkte braucht her? Das habe ich gar nicht geguckt. Na, bleib mal hier. Auch 75.000, okay, das geht. Der nächste, glaube ich, der braucht ein bisschen mehr. Ne? 100.000 Punkte, verdammte. Der hier braucht bestimmt auch 100.000, ja. Aber mit dem Jagdpanzer auch noch einen kleinen Weg vor uns. Ja, mal gucken, der Panther auch 6,0. 6,3, Panther F, der soll auch sehr gut sein, der Panther F. Was ich von Leuten gehört habe, die ihn haben, also ob das immer so stimmt. Ja, 6,7, wenn ich auf den gehe, dann wäre ich natürlich sehr hoch eingestuft, da muss ich erstmal gucken. Ja, da muss ich jetzt erst den Tiger E machen und dann Panther-Reihe, denke ich mal. Ja. Ja, da muss ich den Panther F bis dahin spielen, Panther G, Panther... Ja, ich finde das immer schade, weil die sind recht ähnlich, ne, aber naja, muss halt so sein. Ferdinand, das hat der auch 6,7... Natürlich auch ein bisschen mehr Panzerung als der Panther. Wobei man merkt, bei einer 8-8er, wenn ich dann auf den Panther vorne drauf wirke, auf den Jagdpanther, wo man merkt, da prallt sehr viel ab. Mit der 8-8er, mit der normalen vom Tiger H1, die ja nicht den besten Durchschlag hat, muss man ja auch sagen. Ein Panther hat da schon nicht so die Probleme, aber ich treffe auch sehr selten auf ihm. Ich finde das Matchmaking in letzter Zeit eh ganz gut. Aber naja, darüber lassen sich ja, oder kann man sich ja immer streiten. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Runde war ja doch noch ganz interessant, auch wenn man mal verloren hat. Aber ja, super geile Runde eigentlich. Macht mir sehr viel Spaß und so soll es sein. Von aus gesehen sage ich vielen Dank fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt War Thunder.